Ihr da, ihr seid mein Ziel. Ja, schön, dass ihr wieder hier seid, weil heute natürlich ich versprochen habe, ihn hier endlich fertig zu machen. Und das heißt, erstmal müssen wir seine Heilerin wegtun, oder sein Heiler ist männlich, weil er uns im Weg steht. Und so, einen auf die Mütze noch zuletzt. Und ihn sonst die ganze Zeit heilt, und das wollen wir ja nicht. So, und wir müssen aufpassen, weil der hat einen Rittertod. Das ist natürlich sehr gut gegen so Leute wie Jagen, weil er Rittmeister ist. Obwohl, er ist auch ein Ritter, aber er ist ein Panzerter. Ach, egal, ich sah am besten gar nichts. Ich habe mich schon wieder total vertan oder so. Du kannst weiter, weil wir müssen uns ja auf den Kampf vorbereiten. Ich weiß nicht, ob und wie viele Opfer dieser Kampf mit sich haben wird. Aber ich werde, denke ich mal, die Teufelsaxt noch ausprobieren bei dem Boss, weil das einfach die Gelegenheit ist. Den könnte ich auch noch gut verwenden dort. Ich denke, das sollte eigentlich nicht allzu viel schief gehen. So, du, ach, lass mal erstmal so hier. Moment, kann ich mit dem Marv reden, oder? Was ist denn los? Ach so, ja, natürlich. Weil wir den erst in der letzten Folge irgendwie zu uns ins Team geholt haben. Ihr müsst Matthias sein, der Bruder von... Ah, ihr seid Prinz Marv! Hilfe, bitte vergebt mir, ich flehe euch an. Was ist in euch gefahren? Ihr meint... Ach, sorry, ich... Meine Tür hat gerade geklingelt, ich... Nur eine Sekunde. Okay, ich bin zurück. Ja, jetzt habt ihr meine Maus gesehen. So. Na, das war einfach so. Hier, keine Ahnung. Ich mach unten dann auf, ja. Ich drück auf den Auf-Knopf, aber dann passiert nichts. Ich hasse meine komische Klinge. Die ist so komisch. Und wieso reagiert der jetzt nicht auf das, was ich drücke? Muss ich jetzt nochmal hier? So. Jetzt habe ich voll den Einsatz verpasst. Wirklich und ehrlich. Ich glaube, ich habe diesen Dialog versaut. Egal. So, ja, er ist ein Tyrann. Okay, okay. So, ja, es war jetzt eh nichts Relevantes. Den lassen wir lieber auch nochmal hier warten. Denn gleich legen wir vollkommen los hier. Okay, ich gehe schon mal auf Position. Hier. Ja, der ist noch nicht mal ganz geheilt hier, ne? Sollte ich mich doch mal besser um kümmern. Okay, hier. Na gut, den könnte ich auch noch nehmen. Der... Ach, lieber nicht. Stellen wir erstmal hier hin. Der greift mir aus der Ferne an. Der greift auch aus der Ferne an. Und der wird wohl irgendwie direkt, keine Ahnung. Und den heilen wir hier schon mal. Ob der geheilt ist. Na gut, es sind nur ein paar KP, aber es könnte entscheidend sein. Und das ist einer meiner wichtigsten Männer. Aber dennoch könnte es schon nächste Runde an der Zeit sein, loszulegen. Ich will jetzt auch nicht so lange wird fahren. Okay, der ist dann auch schon mal bereit, loszugehen. Stelle ich meinen nächsten da auf die Warteschlange sozusagen. So, immer ich. Kann ich von ihr aus schon. Ja, okay. Ich denke, ich greife zuerst mit ihm hier an, weil er eine Teufelsangst hat und ich die unbedingt ausprobieren will. Ihr könnt euch auflehnen, ja, aber ihr könnt uns niemals besiegen. Ganz einfach. So. Aber ich mache auch schon ordentlich Schaden. 17. Das Ding ist ja unverschämt stark. Guck mal, er ist schon tot. Was? Ich mache so voll die Vorbereitung, wisst ihr? So, aber inwiefern ist das jetzt negativ mit der Teufelsast gelaufen? Guck mal, wie viele Männer ich hier alle hingelegt habe. Alle vorbereitet auf den Kampf und dann war das noch nicht mal nötig. Einer hat gereicht. Ja, ist mir jetzt auch egal. Ging ja viel schneller, als ich dachte sogar. Prinz Marv, wir danken euch, dass ihr das südliche Schloss befreit habt. Ja, ihr findet Kapitän Hardin in der Nordfestung Aurelis, wo er den König und Lady Nina beschützt.
Wenn ihr ihn findet, bitte gebt ihm dieses Silberschwert von mir. Okay. Ein Silberschwert. Und das ist ein schöner, eine schöne Gelegenheit zum Speichern. Krieger von Aurelius, so heißt unser nächstes Kapitel. Und wir ziehen, ja, sieht immer so wenig aus, aber ist ja eigentlich schon ein ganz Stück, was da gelaufen wird. Die Grasebenen im Nordosten des Kontinents bilden das Königreich Aurelius. Allein dieses Königreich hatte sich irgendwie Dolunas Eroberungsversuche entzogen. Aber nur durch ein Wunder. Als Marth in Aurelius ankam, war es zum großen Teil bereits von Dolunas Verbündeten Medung verwüstet. Doch Hardin, der jüngere Bruder des Königs, wollte nicht aufgeben. Das Volk nannte ihn Coyote und er machte seinen Namen alle Ehre. Seit seiner Gründung unterhielt Aurelius enge Verbindungen zu Arcania. Ach du Scheiße. Vor ein paar Monaten war Arcanias Prinzessin Nia Hardin zur Hilfe geeilt. An seiner Seite hatte sie das Volk aufgerufen zu kämpfen, aber es waren nur noch wenige übrig, die hätten Folge leisten können. Medons besten Soldaten näherten sich Nia. Nina wusste, dass die Zeit drängte. Meine Güte, das sind aber immer Texte. Okay, haben wir unsere Truppen. 10 Leute, aber hier haben wir jetzt so einen Fall. Wir dürfen nur 10 insgesamt dabei haben. Und wir haben insgesamt 13 Leute. So, das heißt, ja, ihr könnt dabei sein. Aber ein Heiler ist eigentlich auch gar nicht so unwichtig. Ich denke mal, ich lasse mal den Dieb hier. Nehme stattdessen den mal mit. So, ja, das gefällt mir nicht ganz gut. Die Karte können wir uns auch mal kurz noch ansehen. Ja gut, nichts, wo ich jetzt was ändern müsste. Silberschwert ist Marth noch nicht reif genug zu benutzen. Deswegen legen wir es weg. Den wird's gut, der ist auch ganz okay, ja. Können wir irgendwas Besonderes anderes nehmen? Nennen wir eine Eigenlanze, okay. Ja, okay. Ah, der Rittertod. Den können wir mal schnell weglegen, den brauchen wir nicht. Effektiv gegen nicht fliegende Briten Einheiten, okay. Die haben ja eigentlich soweit alles. Wobei, was kann ich denn? Habe ich da irgendwelche Feuer? Könnte ich, aber ich denke, das ist jetzt nicht unbedingt nötig. Kann Marth das. Ne, Rittertod ist für Lanzenleute, ne? Also dann in dem Fall für ihn. Rittertod, okay. Aber noch nicht, weil unsere Stufe noch nicht so weit ist. Die Klassenwahl. Habe ich jetzt eigentlich auch keine Lust, mit denen zu überprüfen, aber der hier ist ja neu. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Resistenz und Magie sinken gut. Aber ich will dieses Excalibur mal ausprobieren, weil ich hatte das noch nie gehabt irgendwie in dem Spiel. Deswegen behalte ich das mal. Was mit dir? Du bist ja auch neu. Aber scheinbar macht er sich doch als Kavalier am besten. Arsenal, ja gut, dann können wir speichern und kämpfen. Dann würde ich dann erst in der nächsten Episode loslegen. Sonst wird es, glaube ich, noch zu knapp. Prinzessin Nina, ich habe sie entdeckt. Die Armee von Altair ist auf der anderen Seite des Flusses. Sie sind hier, endlich. Prinz Marth ist gekommen, um uns zu retten. Scheint so. Nun ist die Zeit gekommen, das Blatt zu wenden. Ich gehe mit meinen Männern nach Osten, um unsere Kraft mit der von Prinz Marth zu vereinen. Gemeinsam erobern wir das Schloss zurück. Bleibt hier, Milady. Wartet auf die frohe Nachricht. Okay, da hat er seine Einheiten, die wir übrigens auch frei bewegen können. 5 Leute insgesamt. Okay, einmal ein Reiter und noch ein Reiter und ein Kavalier und nochmal 2 Kavaliere. Also die scheinen schon etwas drauf zu haben. Und schon sehen wir gar nicht so im Nachteil aus. Ich meine, gut, hier haben wir ein paar Einheiten und da ist der Chef von denen. Ein Ritter, ja, Merach. Gut, dann haben wir hier noch Leute und was weiß ich, hast du nicht gesehen. Und hier ist auch noch so ein Pack. Ich denke, wir sollten uns als erstes, na gut, erstmal hier rauskämpfen. Ich denke, ich werde meine Einheiten wohl trennen müssen. Ein paar nach oben, ein paar nach da. Ich weiß es noch nicht, wie ich es mache. Aber jedenfalls mache ich es dann in der nächsten Folge, wenn ich dann mal wieder weiterspiele. Und ich danke euch bis jetzt fürs Zusehen.